Bowman, Nomad hier. Die Region kann jetzt gestürmt werden. Schlechte Neuigkeiten. Die Bodaks haben das Management von Skelltech. Sie haben Skell? Nein, Skell wurde vor ihrer Ankunft ausgeflogen, nachdem er sich mit der CIA darauf geeinigt hatte, dass die Outcasts Aurora übernehmen. Seine Bedingung war, dass Skelltech bleiben darf. Also hat er Jeremy Parks zum COO befördert. Wenn sie ihn nicht retten, könnte Skell einen Rückzieher machen und die Bodaks hätten Aurora noch fester im Griff. Wir müssen zeigen, dass die Outcasts Skelltech und die VIPs von Aurora beschützen können. Hier sind einige Destabilisierungseinsätze, um den Feind zu schwächen, bevor sie die Rettungsaktion starten. Sie können versuchen, die gefangenen Skelltech-Angestellten zu befreien. Sonst werden die dafür büßen, dass sie Parks retten. Vielleicht schließen sie sich der Rebellion an. Oder sie eliminieren die Bodak-Offiziere, die für die Patrouillen in der Region zuständig sind, und bringen sie zum Stillstand. Sie können auch deren Garnison angreifen, um ihre Präsenz zu schwächen. Okay, out. Jawohl, und damit herzlich willkommen zur Eroberung der letzten zwei Sterne, zwei Totenkopfregionen. DT Helix. Ja, dann schauen wir doch mal, was wir hier Schönes haben. Oh ja, sehr schön, endlich mal was, was nicht nur auf die letzte Mission einzahlt. Bodak-Strategen von den Straßen entfernen. Bodenfahrzeuge entfernen, ich glaube, das werde ich als erstes angehen. Und die Rebellenpräsenz erhöhen. Genau, wir machen Reihenfolge 2, 3, 1. Denn das erscheint mir am sinnvollsten. Die Bodak-Fahrzeuge, die sind einfach so mächtig, die machen sowieso alle Rebellen platt. Wenn die da schon in der Gegend rumlaufen. Deshalb erst die Bodenfahrzeuge weg und dann die Rebellenpräsenz erhöhen. Und dann kommen die Strategen an die Reihe. So, einmal zwei Hinrichtungen für mehr Verkehrssicherheit. Das hört sich böse an. Wo müssen wir denn hin? Da. Zwei Ziele im Lager töten. Ist das alles? Sonst nichts? Nee? Cool. Können wir von dort aus vielleicht... Weiß nicht, gibt's da was, von wo aus wir hier so hinspringen können? Oder vielleicht kommen wir ja von hier auf. Moment. Gibt's hier vielleicht einen Heliport? Das schauen wir uns erstmal an. Auf der anderen Seite. Dann könnten wir uns dort einen Heli klauen und dann von dort aus im Heli hinfliegen. Und vielleicht behalten wir den Heli ja sogar bis zum Ende. Schade. Bei der Reise zum Biwak hat sich das leichte Sommergewitter aufgelöst. Ich habe eben extra noch ein bisschen vorgespult die Zeit. Als erst war es tiefer Sturm, da war alles so dunkel und grau, und das wollte ich nicht. Und beim nächsten Tag war es dann ja so wie so ein Sommergewitter. Es war so ein bisschen bewölkt, war trotzdem aber blauer Himmel und oder leicht blauer Himmel, so blau-grau, und war aber Gewitter mit Blitzen. Das sah ziemlich cool aus und dachte ich, jawohl, das lasse ich, aber jetzt ist komplett wolkenlos. Wobei, da hinten sind ein paar Wolken. So, ich gucke jetzt mal mit der Drohne, da muss ich nicht so weit laufen. Gibt es hier einen Heli? Ein Spielplatz gibt es da und ein Heliport ohne Heli, das ist schade. Aber wir könnten auch das Fahrzeug nehmen, das ist direkt da drüben. In dem anderen Biwak weiß ich nicht, ob wir da von da aus jetzt schneller hinkommen. Da kommen wir. Wandern mal da durch und dann... Warum ist die Framerate wieder so im Keller? Holy shit. Was ist da los? Müssen wir mal im Auge behalten. Ich habe so eine Vermutung, was los ist. Ach nee, das geht so nicht. Vielleicht siehst du das auf YouTube gar nicht, aber ich merk's hier. Ja, genau das ist es. Also, beziehungsweise es sieht mal so aus, als wäre es das. Schauen wir mal. Framerate geht wieder hoch. Sehr gut. Ja, ich habe im Hintergrund noch einen Steam-Download laufen gehabt. Und ich habe die Auswirkung der Festplattenaktivität auf den Spielfluss unterschätzt.
Es ist so gut einfach, dass es Space Jumpen jetzt von fast überall geht, wie bei Wildlands. Einfach wirklich, wirklich gut. Bin übrigens mal wieder ein bisschen erkältet. Kein Corona, keine Angst, alles gut. Ich versuche mich stumm zu schalten, wenn ich husten muss, aber kann es nicht versprechen, dass es mal klappt. So, Fahrt. Oh, hab die Kameraden ver. Na gut, da haben sie sich schon hin teleportiert. Hey, sieh da! Warum rege ich mich überhaupt noch auf? Ach ja. Aber immerhin wird man nicht mehr sofort entdeckt. Es sei denn, man fährt an den Feinden vorbei und dann versucht zu überfahren und scheitert. Können wir darüber? Geht das? 1 Kilometer. Da vorne wäre auch die Straße gewesen. Aber ich komme ja immer gern von oben. Vor allem jetzt im Moment als Scharfschütze. Wobei ich gestehen muss, dass es als Scharfschütze fast schon ein bisschen zu leicht ist. Da kann man durch einen Felsen durchgucken, auch gut. Ist fast schon ein bisschen zu leicht, finde ich. Denn ja, wegen dem panzerbrechenden Schuss sind zwar nur 3 und da muss man nachladen, aber dadurch, dass ich da immer schön ja in der Entfernung sein kann, gar nicht so nah an den Feind ran muss, bin ich es fast ein bisschen zu einfach. Nach der Region, wenn wir zu den, sag's mir, ein Totenkopf-Regionen kommen, dann werde ich auf jeden Fall ja nochmal die Klasse wechseln. Mal schauen, ob was ich dann wechsle. Vielleicht mal wieder Panther. Wobei, Panther hatten wir schon. Wann hatten wir das letzte Mal Panther? Ich weiß gar nicht mehr. Echelon habe ich die ganze Zeit gespielt. Sturmsoldat macht mir einfach keinen Spaß. Oh, da haben wir schon das erste Ziel. Sehr gut. Wo ist der zweite? Könnte man dem Simultanschuss? Ja, könnte man tun. Wäre aber ultra langweilig. Da haben wir da auch Geiseln drin? Ja, einen. Vielleicht auch noch 2. Vielleicht noch einer irgendwo in der Ecke. Nein, ist nur einer. Du hast mir überhaupt nichts zu sagen. Das ist der zweite. Wie macht man das denn am besten? Ah, hier ist auch ein Heli zum Klauen. Sehr gut. Vorausgesetzt, damit flüchtet niemand. Erst den da hinten, weil der da ist schön nah. Aber wenn der sich da hinten verschanzt, dann kommen wir schlechter dran. Das ein war Nummer Offizier 1. Weniger. Ziel am Boden. Das stört die Befehlskette. Alle Ziele erledigt. Da jetzt alle Wachoffiziere tot sind, sollten hier weit weniger Bordaks unterwegs sein. Das war's. Nice. Ich glaube, so schnell haben wir noch nie was hingekriegt. Gut, abgesehen von der Wegstrecke, die wir gebraucht haben. Gut, dann aktivieren wir doch direkt die nächste Mission. Abwerben neuer Verbündeter. VIPs befreien und eskortieren. Das ist wo genau? Wo genau? Da drüben. Da, wo wir eben waren. So ungefähr. Ziemlich gut. So, wo kommen wir denn da rein? Kommen wir da im Fallschirm rein? Nein. Ja, knapp. Schade.
bestimmt irgendwo einen Eingang. Ich will diesen Heli haben. Da gibt's gar keinen Wenn und Aber. Ich will diesen Heli. Wer hat da geseufzt? Ich sehe niemanden. Ich laufe aber auch gerade sehr, sehr, sehr unvorsichtig hier rum. Mensch, könnte mich hier durch den Zaun schneiden. Ne? Immerhin werden wir jetzt gut bezahlt. Das rechne ich. Ja, so geht das. Nun. Die gute Bezahlung hat dir jetzt auch nicht weitergebracht. Weitergeholfen. So, dann machen wir hier noch auf. Ich hab den noch ausgerüstet. Okay. Schneiden wir uns mal eben hier durch. Oh nein, die da hinten haben eine Leiche entdeckt. Oh gut, wenn die alle da hinten hinrennen, haben wir vielleicht bessere Chancen, den Heli zu klauen. Ach, wir haben ja auch die Tarnung. Ich vergesse die immer. Immer bei jeder neuen Aufnahmesession vergesse ich die Tarnung. Bis ich es dann wieder nicht mehr vergesse. Ja, ja. Findet ihr mal die Achtlöcher? Tötet derweil eure Kameraden. Hier wimmelt es nur. Oh, hallo. Ja, ich bin zu unaufmerksam. Zu unvorsichtig. Heilen kann ich mich immer noch, wenn wir in Sicherheit sind. Kamerad? Welcher Kamerad kommt rein? Hau rein. Ich hol dich wieder rein. Was seht ihr? Alles klar. MC Kosek. Und ab geht's. Oh nee, 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 nicht Scharfschütze. Nein, bitte nicht. Die Scharfschützen können durch Helis Headshots verteilen. Das ist nicht schön. Selbst von hinten. Oder durch einen LKW. Ich glaube, die Scharfschützen hier, die gegnerischen, die benutzen Hitscan. Beim Reflexschuss quasi schießen sie daneben beim ersten. Und beim gezielten Schuss treffen die immer. Land mal hier. Ich könnte natürlich auch auf dem Helipad landen, aber. So, jetzt erstmal verarzten. Jetzt dreht dich doch nicht. Die Kamera dreht sich. Ich wollte gucken, ob da hinten ein Scharfschütze ist. Auf dem Dach. Während der sich heilt, aber naja. Ja. Nee, ist das ein Raketenschütze? Raketenschütze? Nee, doch. Ja, nein, vielleicht. Aber ein Bodog auf jeden Fall. Bodak. So, komm. Ja, weg mit ihm. Richtig gut. Mal schauen, ob da noch einer ist. Nein. Die Skelltech-Angestellten sind nicht unmittelbar in Gefahr, aber das könnte sich ändern, sobald ich Parks befreie. Noch ein Raketenschütze? Ein Turm? Oh nein, eine Drohne. Ich mag die nicht. Ich bin kein großer Fan von denen. Ich meine, unsere Tarnung schützt uns jetzt mittlerweile auch ein bisschen vor... Oh, hallo? Okay, das haben wir gehört. Wenn sie es nicht gehört haben, sind sie echt... Nee, siehst du, sie haben es gehört. Da wusste ich es doch. Mal ausweichen. Die Zielperson flüchtet. Aber nicht mit meinem Heli, oder? Achtet auf Bewegungen. Ja, achtet du bitte nicht auf Bewegungen. Warum geht mich so an? Ich habe kurz überlegt, ob ich den Generator zuerst ausschalten soll. Im Auge zu behalten. Hatte aber Angst, dass ich dann in der Animation feststecke. Und
der mich dann entdeckt. Vorsicht, wir haben Gesellschaft bekommen. Ja, wir haben Verstärkung gerufen. Ach, Verstärkung. Verstärkung ist was für Noobs. Nur Noobs brauchen Verstärkung. Oh, hallo! Nein! Nein. Oh, wei. Okay. Was? Noch ein Scharfschütze? Wer ist das da? Ja, das. Ich werfe eine Granate. Hochmut kommt vor dem Fall. Ich scanne das für dich. Oh, nö. Hilfe? Uiuiui. Das war aber gar nicht schlecht. Ich fühle mich hier sehr unsicher. Ja, oh mein Gott. Oh ja, klar doch. Daumen drücken. Ah, halt. Ganz gerne die Umgebung. Getroffen. I'm a little bit wounded. Okay. So, einmal heilen. Dafür ist die Tarnung eigentlich am besten. Ah, ja. Aber ich lebe noch. Alles gut. Feindliche Unterstützung ist da. Okay, drück da! Was tut denn her? Solides Ding, Ghostlead. Noch mehr feindlich verstecken. Das heißt, irgendwo haben wir einen Funker, beziehungsweise einen Strategen. So, wir machen das jetzt mal ganz taktisch hier. Seid bereit! Hello? Meine Waffenbrüder sind nicht umsonst gestorben. Das wirst du büßen. Ein Schuss, ein Treffer. Ja, Hochmut kommt vor dem Fall. Bei den Gegnern genauso wie bei mir. Feige Sau, komm jetzt raus da. Meine Güte. Oh. Ein bisschen Trigger-Happy. Trigger-Happy. Was geht denn hier mit dem Gilly? Ah, da unten ist noch jemand. Kann man runter? Ah, ja, da. Frage ist, wo ist der genau? Da. Sauberer Schuss. Ich wollte einen falschen Sprung darunter machen. Gut, so geht's auch, schätze ich. Fury, scan bitte. Kein Scan? Nee, schade. Leben wahrscheinlich zu wenig Gegner noch. Guten Tag. Haben Sie Informationen über Jeremy Parks? Ich bringe Sie in Sicherheit. Nein, leider nicht. Ich nehme die einfach mal mit. Damit ich nicht nachher nochmal überall hinlaufen muss. Da ganz... Oh nee, da muss ich ja den Heli stehen lassen. Bleib du mal stehen. Och Mann. Wo sind sie hin? Hab sie aus den Augen verloren.
Muss ich meinen schönen Kampfheli stehen lassen? Muss ich mit dem Heli von denen fliegen? Hallo. Hab sie aus den Augen verloren. Ja, ist irgendwo ganz in der Nähe. Da oben drauf vielleicht. Wie komme ich denn da hoch? Sektor ist jetzt sauber. Ja, da ist er. Hallöchen. So geht das, Boss. So. Waren das alle? Mal hier. Oh, Tarnungspunkte. Die nehmen wir doch schnell mit. Ich höre mal keinen mehr rummeckern. Also vermute mal, dass keiner mehr lebt. Hoffe ich zumindest. Oh, achso. Hey, das. Nein. Danke. Gerne. Vielen, vielen Dank. Sehr, sehr Vorsicht, gerne. Hier treiben sich immer noch Boddaks rum. Machen wir einmal den Kreis hier. Was war das denn? Ach, eine Blume. Ich wüsste mal gern, was mit diesen ganzen kleinen... Keine Feinde in Ziel. Alles gut. Macht euch wieder locker. Was mit diesen ganzen kleinen... Quietsche ein... Einhörnern auf sich hat. Alles, was ich wollte, war in Russland ohne Kontrolle. Ohne Kontrolle Zivilisten töten, vielleicht? Ja, ist nicht drin, sorry. Lassen Sie mich in Ruhe. Hallöchen. Dann los. Da oben. Und dann kann die Dame uns noch mal nach unten begleiten. Oh ne. Eine Patrouille mit Bodendrohnen. Bin ich ja jetzt gar kein Fan von. Guten Tag, meine strubbelige Dame. Sie müssen mir folgen. Oh Gott. Hauptsache weg von den Boddaks. Sie müssen mir folgen. Oh Gott! Gut. So. Ist der Ausgang da? Das war der falsche Ausgang. Komme ich wieder? Nein. Mein Gott, was ist denn das hier? Für ein Labyrinth. Nein, ich war schon richtig. Okay, ich nehme alles zurück. Es ist kein Labyrinth. Ich habe einfach nur einen Orientierungssinn wie ein Strohhalm. Los geht's. Los geht's. Darunter. Glaube ich. Sieht gut aus. Oh nein, ich bin gestolpert. Ach Mann, ich hätte die sogar mit dem anderen Heli mitgenommen. Beziehungsweise die einfach irgendwo hingebracht und dann mit meinem Heli wieder weggeflogen. Warum gibt es hier keine Haken oder so, wo ich den anderen Heli einfach dran kleben könnte? Egal, ob der schwerer ist oder nicht. Fliegt mal ein bisschen tiefer, nur zur Sicherheit. Jetzt vom Luftabwehrgeschütz, Flugabwehrgeschütz überrascht zu werden, wäre schlecht. Wäre sehr, sehr ungünstig.
Hallo, ihr neues Zuhause. Hier sind Sie in Sicherheit. Danke. Wissen Sie, ich spreche etwas Russisch. Und ich habe gehört, dass einer der Bodaks einen Mord für einen seiner Bosse filmen wollte. Ist das zu fassen? Krank, oder? Ja, das ist seltsam. Die haben doch irgendwas vor. Ja, das ist seltsam. ja, weil das auch das Schlimmste ist, was die hier auf Aurora machen. Gut, so, der letzte Destabilisierungseinsatz gegen die Elite entfernt die Bodak-Strategen von den Straßen und den Wegen. Ich meine, wir haben noch... Oh, neutralisieren Sie alle Gegner. Alle Gegner. Im Wolf-Außenposten. Na toll. Kann ich den Heli nochmal benutzen, ja? Aber wir kriegen das hin. Wir sind immerhin die krasseste Elite-Truppe, wo gibt. Fury. Schon, die kommt gar nicht mehr. Oh, Moment. Bodak, Wolf-Außenposten heißt bestimmt Flugabwehr. Direkt auf diesem Berglein auf 12 Uhr da landen. Unten ist auch noch ein Hebel. Oh ja. Oh, vielleicht noch ein bisschen weiter unten. Ich höre schon wieder Drohnen, glaube ich. Ja, erstmal gucken gehen. Keine Drohnen? Keine Drohnen. Dann kann die Killing Spree ja starten. Nicht so vorschnell, wir haben gleich Ärger. Ja, ja. Chill. So, Vassili, übernehm du den da hinten bitte. Mich zum Ziel. Heißt du Vassili? Nee? Dachte ich mir doch. Bin schussbereit. Wen kann sie denn noch schießen? Ist das einer? Nee. Ich will den da haben. Oder? Ach komm, nehme ich den, dann suche ich mir einen anderen. So, haben wir hier noch einen drin? Nein, der ist natürlich leer. Hier unten vielleicht. Ja, da steht einer. Warum stand der denn mit dem Gesicht zum Stein? Oh ja. So, haben wir schon mal drei Gegner weniger. Wir haben da hinten auch Seven. Sind da Verbündete drin? By any chance? Einer. Das hilft uns nicht wirklich. Das schreckt nur die Gegner auf und bringt nichts. Ich hab nicht getroffen. Nein. Vorsicht jetzt. Die haben was bemerkt. So viel zu, das schreckt nur Gegner auf. Hätte ich doch bloß damit geschossen. Ja, ja, wir sind hier. Aber wenn du nur alleine gehst. Die Feiglinge sind hier irgendwo. Die können nicht weit sein. Oh, und wieder mal habe ich vergessen, mein Handyton auszumachen. Ich weiß, dass jemand hier ist. Ich rieche das. Riechst du das? Die Feiglinge sind hier irgendwo. Überraschung. So. Hallo du, wie geht's?
ist er gerade einem unsichtbaren Schwert, unsichtbaren Messerhieb ausgewichen. So, gehen wir nochmal hier auf unsere Position. Oh, ich kann den Gegner, der da hinten dran ist, sehen, aber ich kann ihn nicht töten, weil da Kisten davor stehen, die erst reingerendert werden. Sowas hasse ich ja wie die Pest. Vor allem, wenn sowas im Multiplayer passiert. Das ist ungewollt cheaten. Aber die sind nicht in Aufruhr. Die sind nicht in Aufruhr. Die sind alle total gechillt. Weißt du was? Da gehen wir rein. Jetzt läuft er natürlich. Einen panzerbrechenden Schuss habe ich noch. Im Lauf. Wechsel vielleicht mal zur Pistole. Falls da jetzt mehr als ein Gegner vor mir steht gleich. Oh hier! Habe ich gar nicht aufgepasst. Sieht das so eine Art Sommergewitter, allerdings sehe ich die Blitze nicht. Werdet nicht nachlässig. Wo ist er? Da. Was? Da! Mein Soldat! Ich schau mal nach! Oh! Aufpassen, die sind gut! Ich habe Sicht, Soldat! Oh! Ich hab alles, was auf dir fährt, angegriffen! Wie viel Schuss waren das jetzt? Ich glaube 6, ne? Das heißt noch 9 Schuss. Im Magazin. Das heißt noch 6 Schuss im Magazin. Denken, dass wir abgehauen sind. Scheiße, ja. 4? Wie, die denken, dass wir abgehauen sind? Hä? Im Leben nicht. Oh oh. Oh oh. Gut, Gott sei Dank, er hat nicht getroffen. Der Noob. Guten Tag, Sie sind frei. Kämpfen Sie mit. Kämpfen Sie mit, sterben Sie mit. Es ist für jeden eine Kugel da. Gut, ich hätte eben auch einfach können die Tarnung aktivieren. Ne? Hab ich vergessen. Das ist nur schwierig. Alter! Das Gebiet gesichert. Ach, das war's. Es sollten weniger Boraks in der Region sein. Nice. Very nice. Sehr gut. Wunderschön. Während wir jetzt hier im sicheren Heli sitzen, können wir ja mal. Oh, Tarnungspunkte. Wie viele? Ach, nur 200. Komm, dafür steige ich nicht nochmal aus. Wir müssen nach Geheimnissen graben, feindliches Lager untersuchen und nochmal ein feindliches Lager untersuchen und Daten hacken. Gut, das erste hier und das sind wir eben vorbei, mein Gott. Miep, 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 miep. Ja, wie viel der Heli in der Folge ist das eigentlich? Das ist ein Angriff. Der dritte Heli, glaube ich. Wir hatten erst den Kampfheli, dann den Transportheli. Der vierte Heli schon? Ach, ich weiß nicht. Ja, ich glaube, es ist der dritte. Und jetzt den Heli. Ich weiß nicht, hatten wir zwischendurch noch einen anderen Heli? Ich glaube nicht, ne? Da oben ist nur Hecken. Gut, dann landen wir mal hier. Voilà. Da ist die Kacke schon hart am Dampfen. Aber nicht wegen mir. Haben wir hier zufällig irgendwo einen Scharfschützen sitzen? Nein.
ein Generator da hinten. Der darf zuerst dran glauben. Kann ich den mit dem Panzerbrechen im Schuss, mit einem Schuss töten? Zerstören? Ja, kann ich. Nice. Das war's mit dem Mörser und den Geschützen. Da hinten waren ein paar gepanzerte. Usch, hier ist er weg. Da kommen sie wieder. Einer hat schon keinen Helm mehr. Ah! Ich wollte unbedingt den Kill. Sehr gut gemacht. Hab ich ihn erwischt? Ich hab ihn erwischt. Wahnsinn. Reputation wiederhergestellt. Würde ich sagen. Gut, so, dann gehen wir mal rein. Hacken. Oh, hallo. Stirb. Ein Sniper zielt auf uns. Wo? Kannst du mir auch sagen, wo, verdammt? Aufpassen, wir kriegen jetzt Unterstützung. Ich sehe keinen Sniper und ich höre keinen. Der muss wohl gut ausgebildet sein. Ah, da geht's rein. Hier? Nein. Hauptquartier, brauchen Verstärkung. Wir halten nicht mehr lange durch. Wo ist der? Willst du mich verarschen? Fury! Mach doch mal was. Verstanden. Wir schicken ein drittes Team. Ende. Ach da. Bam. Sauber, Boss. Wie blind kann man sein? Nicht unvorsichtig werden. Die sind noch da dran. Getarnte Einheiten. Die hatten wir tatsächlich echt schon lange nicht mehr. Hey. Da ist er. Ich hab dich gesehen. Mein Gott. Reputation wieder zerstört. Ich glaube, Fallschirm rüber. Oh, fast. Das werde ich büßen und wie? Ach du heilige Ich werde mich rächen! Du und welche Armee? Du und welche Armee? Ich werde mich rächen. Großmaul. Die Gegner sind einfach genauso wie ich. Das perfekte Spiegelbild. Ich habe die Bordax identifiziert, die für Jeremy Parks zuständig sind. Okay, und wie? Wir. Ich frag am besten gar nicht. Wo sind sie denn da hinten? Und der Heli steht da drüben. Oh! Ein kleiner Serienmörder unterwegs hier. Schick! Bauchplatscher mit Blutwolke. Hat schon fast was Slapstick oder Comichaftes. Ich lade zur Sicherheit mal nach. Nicht, dass wir nachher dabei vor einem Feind stehen und ja. Das passiert, was schon so oft passiert ist. So, Fury, Vasili, Diaz, Kozak, einsteigen bitte. Wo bleibt ihr? Ja, ich hab dich mit Heli angefahren und verklagt mich doch.
ist hier direkt da hinten? Oh, die haben auch Mörser auf dem Dach. Können wir denn gut landen? Hm? Können wir das hier schleichen? Das werden wir gleich sehen. Sieht eigentlich ganz gut aus. Heilige, das Dach ist ja voll. Da hinten auch. Gut. Die beiden Häuschen. Wir sind komplett auf der falschen Seite. Aber von hier aus können wir theoretisch ganz gut den hier tun. Ja, ich habe Voice Attack wieder vergessen anzumachen, wie immer. Gut gemacht. Eigentlich wäre es ja nur konsequent, wenn ich Voice Attack vergesse, auf Simultanschuss Drohnen umzuwechseln. Hier waren zwei nur, ne? Komm, gib nicht so an. Gut. Fünf weniger. Generator habe ich aber erst eben keinen gesehen. Ehrlich gesagt habe ich auch nicht danach gesucht, aber die stehen ja immer im Freien, maximal noch in einer großen Halle oder da genau überdachten Dingens. Ich mache einen Scan der Umgebung. Oh ja, mach mal. Das wäre sehr nett. Da drin sind ein paar, okay. Die sind deutlich in der Überzahl. Aufpassen. Naja. Oh! Da piepst was. Aktiviere Nachtsichtgerät. Da hinten piepst das. Mitten auf dem Dabei noch eine. Verdammt. Ich wollte schon sagen, mitten auf dem Gehweg. Verdammt. Die halten nach uns Ausschau. Wollte schon sagen, die hat sich aber verdammt nah angehört. Ja, weil es nicht die war. So viel zu, können wir das schleichen. Sieht wieder aus wie neu. Wo ist sie? Zeit für die Nachtsichtbrille. Scanne das Einsatzgebiet. Gut, wir müssen wissen, was uns erwartet. Ich sehe die halt nicht. Gut aufpassen. Ich muss halt aufklettern. Kann ich da auch... Warum kann ich nicht auf diese Kisten? Jetzt geht's. Gut. So, okay. Ich sehe diese Minen nicht. Das ist der Wahnsinn. Da hinten. Aber ohne Wärmebild sieht man die echt kaum, ne? Wahnsinn. Schon irgendwie cool. Ist gleichzeitig doof und cool. Nachtsicht. Achso, nee, Nachtsicht darf ich ja nicht benutzen. Schießt auf alles, was euch verdächtig vorkommt. Ich lauf los! Warum bin ich denn jetzt aus der First Person raus? Weil er mich verletzt hat, ne? Ist der tot? Ich glaube, der ist tot. Ja, da liegen beide. Ich hoffe, ich habe noch genug Bandagen. Ja, da hat er mich wohl so hart getroffen. Oh shit. Nicht mehr genug Bandagen. Ich versuch's jetzt so zu schaffen dann. Am schlauesten wäre es vielleicht tatsächlich auf die Pistole dann zu wechseln. Die macht zwar insgesamt nicht so viel Schaden, aber... Dann muss ich wenigstens nicht wieder zur Pistole wechseln, denn die... wenn ich zu stark verwundet bin, wieder verwundet. Ich habe den Border-Code für diese Region. Gut. Ist das nur die beiden noch da? Wäre schön, wenn die Minen auch markiert werden würden. Ach du Heilige. Ja, er geht nicht aus der Tür raus.
Mein Gott, jetzt klebt doch mal nicht so an dieser Wand, verdammt. Jetzt geht's an der anderen Wand. Kann ich da runter? Ohne, dass die Mine explodiert? Ich weiß es nicht. Oh, nein, nein. Oh Gott. Okay, ich bin maximal verwundet. Gehen. Geduckt ist zu langsam. Mein Gott, jetzt kleb dich doch nicht dauernd an die Wand. Kann ich da durch? Ich will nur da hinten hin. Ja, die Wachen gehen. Mein Gott. Das habe ich noch nie gesehen. Die Animation habe ich noch nie gesehen. Ich habe über 500 Stunden hier in Breakpoint und ich habe diese Animation noch nie gesehen. Vielleicht, weil ich mich immer direkt geheilt habe, aber ja, geil. Cool eigentlich. Hier, also da, ich will das nochmal sehen. Mach das hier auch? Ja. Ah, nee. Anders. Cool. War auch eine Mine. Komm schon. Da hinten sind Tarnungspunkte. Wie viele sind das? Wie viele gibt's hier? 200? Nee, dafür schleppe ich mich nicht darüber. Oh, guten Tag. Bin ich gleich tot. Hallo. Ja. Ist so schwer zu zielen, wenn die, wenn man so hart verwundet ist. So schwer. Freunde, ich brauche Hilfe. Was? Ich habe den getroffen? Dadurch? Cool. Ah, mein Gott, kann ich mir gerade auslaufen? Ich laufe gezielt. Ich fühle mich nicht so gut. Ich hab's geschafft. Ist das nicht, ist das da drin? Oh, gut, das ist schlecht. Gut, jetzt muss ich leider meine Ghillie-Kapuze, meinen Streifen schneiden und mir daraus eine Bandage machen. Denn sonst kommen wir nicht in den Raum. Ist halt so. Ich muss mich erst heilen, sonst kann ich keinen Gegner aufheben. Ach ja, schade um die schöne Ghillie-Haube. Tja. Gut, so. Dann heben wir den Kneckes mal auf. Ich schätze mal die Lage ab. Gut. Da ist kein Anschluss, wo der das hingesteckt hat. Zack, Immersion direkt wieder zerstört. Sag mal, Fury, was machst du denn da? Schmiegst du dich an mich?
Diese Datei erfordert einen Entschlüsselungscode. Sie enthält die Standorte der Bodak-Truppen. Jeremy Parks ist in Skells Villa. Ich muss da sein, bevor sie ihn hinrichten. Okay. Sind wir natürlich nicht mehr ganz so gut getarnt. Guck mal, hier gibt's eine Kapuze dran. An dem Gilly ist eine Kapuze. Warum kann ich die nicht einfach aufziehen? Die hätte dann zwar keine Gilly-Fasern oder wie das heißt, aber... Das wäre immerhin eine Kapuze. Alles klar. Was haben wir denn hier? Gut, wo müssen wir denn jetzt hin? In Skells Villa. Wo ist die? Achso, ich muss sie erst noch aktivieren. Hier. Zack. Da drüben. Gut. Kämen wir mit dem Fallschirm beim Heli wieder hin. Wir sind stark in der Unterzahl. Vorsicht! Was? Ist gar kein Gegner mehr da. Was laberst du? Wo ist diese Mine, die da rumpiepst? Schalte auf Nachtsicht. Nein, darf ich doch nicht. Ach, vergesst das immer. War doch außerhalb des Radius. Oh, aber vielleicht nicht außerhalb des Radius der Mine. Verdammt! Ich hoffe, ich bin nicht verletzt. Also, verwundet. Was auch immer. So. Oh ne, ich sehe es schon. Ich humpele wieder rum. Oder? Nee, doch nicht. Gut. Hauptsache, die Mine ist kaputt. Siehst ja an, Ghostlied, hier ist nichts. So, dann einmal bitte Heli klauen. Beziehungsweise den alten Heli wieder mitnehmen. Alter. Wie können die... Ach. Moment mal. Ich meine... Die Bodaks, die lösen die Minen ja scheinbar nicht aus. Aber ich habe jetzt leider keine Leiche hier, um das auszuprobieren. Ob die Bodak-Leichen, also Körper quasi, die deaktivieren die Minen. Genauso wie sie Türen freischalten können. Ich habe vergessen, wo ich den... Ach gut, das war ein anderer Hebel. Ich hab vergessen, wo ich den Heli geparkt habe. Müsste irgendwo da hinten sein, glaube ich. Ich hoffe, hier liegt keine Mine. Nur den Heli. Und dann vielleicht schön mit dem Fallschirm reintroppen und bam bam. Weißt du Bescheid. Was müssen wir da denn genau tun? Also befreien, ohne gesehen zu werden. Oh, na gut, dann doch nicht reintroppen und bam bam. Dann wohl doch nicht reintroppen und bam bam. Bam bam. Bam bam. Und den müssen wir ja dann bestimmt noch irgendwo hinbringen. Also wäre es ganz gut, wenn der Heli überlebt. Goldener Fallschirm. Mission Goldener Fallschirm. Aurora, Mission Goldener Fallschirm. Die Frisur hält. Drei Wettertaft. Apply to your forehead. Apply to your forehead. Apply to your forehead. Okay, da sind wir. Nein. Nope, 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 nope. Nicht mitten durch den Murmurschwarm, bitte. Ich meine, in Skells Villa sind wir ja schon mal eingedrungen. Ohne gesehen zu werden, ist es möglich. Auch ohne Tarnung. Also kriegen wir das mit Tarnung erst recht hin. Aber erstmal aufgeladen. Parks wird bald hingerichtet.
Ganz da hinten? Bei all den Kameras hier bereiten sich die Bordaks wohl auf etwas Besonderes vor. Easy. Easy. Ist wieder so ein Ding. Okay. Schalten wir einfach den Executioner aus und dann war's das. Dann können wir auch entdeckt werden. Ich kann falsch im Reintroppen. Zack. Und jetzt gehe ich wieder zum Heli, schnapp mir den. Und dann wird das Ganze. Dann wird das Ganze in Rekordzeit gelöst. Bin ich im Fallschirm abgesprungen oder gelandet? Da hinten bin ich gelandet. Ich weiß nicht, also manchmal. Manchmal weiß ich nicht, was mit meinem Hirn so los ist. Fury Vasili einmal aufsetzen. Fusili, das sind Nudeln. Das ist aber auch die Kombination von Fury und Vasili. Fusili. Hier der Herr, ihr Taxi. Bin ich erschrocken, mein Gott, Fury. Nein, der Heli geht kaputt. Naja, passt halt. Da unten ist noch ein anderer Heli. Oh mein Gott, hat Fury mich erschreckt. Danke. Wenn die mich umgebracht hätten, wäre jede Chance auf eine Zusammenarbeit zwischen Skell und den Outcasts dahin. Das hätte jede Hoffnung auf ein neues Urteil zerstört. Gehen wir eben mit dem, hauen wir eben mit diesem Heli ab. Im MK2 Heli, mit der Panzerung, die nichts bringt. So, der Herr, wo sind Sie denn? Ist er schon drin? Nee. Da kommt er. Die wundern sich auch nicht, dass da der Typ, der eigentlich hingerichtet werden sollte, quer durch die Villa läuft. Ist wahrscheinlich genauso unsichtbar für die Gegner wie unsere Kameraden. Anders kann ich mir das nicht erklären. Wäre cool, wenn es anders wäre, aber... Ghost Recon ist keine Simulation. Was ich manchmal etwas schade finde, aber andererseits auch ganz gut. In Ghost Recon bietet halt einfach für jeden was. Egal, ob du jetzt gern laut rumballerst und, keine Ahnung, die Welt explodieren und brennen siehst, und ob du gerne schleichst oder taktisch vorgehst oder auch immersiv. Für jeden was dabei. Und das macht das Ganze so toll. Was hältst du von all dem hier? Ich wünschte einfach nur, es wäre... Die Outcasts werden sie beschützen. Danke. Sie haben mich gezwungen, vor Kameras eine Rede zu verlesen und zu sagen, Mütterchen Russland hätte die Bordaks geschickt, um Aurora zu erobern. Der zuständige Offizier war ein Mann namens Vasili Kropotkin. Nice. Und damit haben wir den letzten 2 Totenkopf-Auftrag erledigt. Gleich kommt der Funkspruch und wir haben den nächsten Lieutenant aufgedeckt. Bowman? Sie dürfen. Bowman hat keine Lust. Bowman, Ito, Nomad hier. Parks ist bei den Outcasts in Sicherheit. Mit seiner sicheren Rückkehr zeigen wir Skell, dass wir für Auroras Zukunft zusammenarbeiten. Wir werden das Volk von Aurora immer beschützen. Die Region gehört jetzt uns. Sie haben Parks gezwungen, eine Rede aufzunehmen, laut der die russische Regierung Anspruch auf Aurora erhebt und militärisch präsent ist. Er sagt, Bordak-Offizier Vasili Kropotkin war für das Theater verantwortlich. Kropotkin ist Desinformations- und Propagandaspezialist. Ich weiß nicht, was die Bordaks vorhaben. Sind das Machtspiele oder eine Ablenkung? Was jetzt zählt, ist, dass die Bordaks brutale Morde filmen. Wir müssen diese Verbrecher aufhalten. Allerdings, sie wollten Parks umbringen. Ihnen ist Chaos wichtiger als Kontrolle. Nomad out. Nomad, die von Ihnen gesammelten Daten zeichnen kein gutes Bild. Massenhinrichtungen, Azrails mit Bomben, Jeremy Parks inszenierte Anschuldigungen gegen Russland und jetzt Fähnrich Vasili Kropotkins Verstrickung. Kropotkin stellt Aufnahmen zusammen, um sie ins Internet zu stellen und Aufmerksamkeit zu schüren. Er hat es auf Russland abgesehen und will der Welt Desinformation unterjubeln
um eine diplomatische Krise auszulösen. Vor allem hat die Untersuchung des Rechenzentrums ergeben, dass Kropotkin eine Art befestigtes Filmstudio errichtet hat, von wo aus er seine Dokus übertragen will. Sie müssen sich Zugang verschaffen und Kropotkin neutralisieren, ehe er irreversiblen Schaden anrichtet. Verhindern Sie die Übertragung und vernichten Sie die Videos. Verstanden. Diese Filme wird keiner zu Gesicht bekommen. Nur mehr dort. Nice. Aber wie in der letzten Folge schon gesagt, machen wir die drei Lieutenants am Ende nacheinander. Und zwar nicht kalt, sondern entführen sie nur, denn wir sind besser als die. Gut, dann bis zum nächsten Mal, bis zum nächsten Video, mein Freund. Ich freue mich auf dich. Wir sehen uns.